you know, shake up the feeling, so come on. Joho, meine kleinen Farmer, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute ein etwas anderes Video, und zwar wollte ich mal so langsam mit Vlogs anfangen. Das interessiert den einen oder anderen ja vielleicht auch, wie mein Leben hinter der Kamera aussieht und was ich sonst so mache, was ich für ein Auto fahre, wie meine Wohnung aussieht. Viele wollten eine Roomtour und das können wir sehr gerne mal angehen. Aber in diesem Video geht es um Bauweber, und zwar mache ich ein Fanpaket fertig, welches am Freitag, den 23. Februar, so gegen, keine Ahnung, 14, 15 Uhr, ein Fan von euch dann halt bekommen wird, ne? Das wird cool. Also ich komme dann dort mit einem Kameramann und einem speziellen Auto angefahren. Und dann werde ich euch besuchen. Das ist gerade noch ein bisschen ungewohnt, weil da oben habe ich so ein Licht drauf, was mich ein bisschen blendet. Und hier unten bin ich. Hi, was geht? Von daher, aber geplant ist es dann öfters, solche schönen Videos zu machen. Okay, Freunde, ich hoffe, das ist jetzt scharf genug. Also das ist mein Wohnzimmerteppich. Hier vorne findet ihr gerade ein Messer vor. Was wir jetzt gleich noch brauchen, ich muss mal gucken, wie ich die Kamera gleich hinstelle, um möglichst das Paket zusammenzubauen. Wir laufen jetzt erstmal ganz normal zu... Ups, da ist Müll. Müll. Nicht hingucken. So, wir laufen jetzt erstmal ganz normal hier vorbei. Da waren meine Schuhe. Hallo Schuhe. Und gehen hier zu unserem Spezial. Nämlich Bauhof Weberkartons. Wie geil ist das denn, bitteschön? Guckt es euch mal an. Das ist mega geil. Hier mit dem Logo vom Bauhof Weber drauf. Und davon habe ich insgesamt 20 Stück. Da stelle ich es nochmal scharf und ich mache mal kurz die Lampe ein bisschen heller, damit ihr auch die volle Breitseite hier zu sehen bekommt. So sehen die auf jeden Fall aus. Wir nehmen einfach mal einen Karton davon mit. Wir machen es mal wieder ein bisschen dunkler hier. So, nehmen einfach mal einen Karton mit und laufen damit dann nochmal wieder ins Wohnzimmer. So, da seht ihr es nochmal. Und den müssen wir natürlich jetzt mal eben aufbauen. Ich versuche, dass das irgendwie mit einer Hand funktioniert. Ich habe leider kein Stativ hier, warum auch immer. Ich habe eigentlich alles. Stative habe ich so viele, aber die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. So, wir gucken einfach mal, ob das irgendwie klappt, ob ihr dann auch was sehen könnt. Oje, oje, das könnte ja interessant werden. So, dann muss ich mal kurz noch den Bildschirm hier umklappen und dann hoffe ich, dass ihr mich sehen könnt. So, warte mal. Nee, warte. So, jetzt müsstet ihr mich sehen. Hallo? Ja, wenn ich mich klein mache, dann geht das. Ich überlege mal kurz, wie wir es machen, oder? Wenn man kein Stativ hat, jetzt werde ich geblendet. Warte. Besser. Wenn man kein Stativ hat, dann muss man halt improvisieren. So, jetzt habe ich einfach meinen Stuhl genommen und stelle den dann hier hin. So. Und versuche dann jetzt einfach mal, hier diesen Karton aufzubauen. Ich versuche es einfach ganz schnell. So. Ich glaube, so muss das irgendwie gemacht werden. Ihr seht es jetzt gerade nicht so ganz. So, warte mal. Oh je. Hier genau, warte. Das muss jetzt so. Das muss irgendwie so da drunter, glaube ich. Irgendwann später. Irgendwie ist das leicht falsch. Meine ich zumindest. Oder das muss, glaube ich, noch ein bisschen anders hin. Benni und Kartons zusammenpacken. Das wird meistens nie was. Warte mal. Ein paar Sekunden später. Vielleicht. Eine Stunde später. Ohne Klebeband hat es tatsächlich geklappt. Und zwar, es sieht nicht schön aus, aber es hält und es ist zu. Das ist schon mal gut. So, okay, ich bin gespannt, ob das auch in Zukunft halten wird. Aber da werde ich dann die neuen Kartons definitiv anders für planen. So, okay, ich nehme euch mal wieder mit. Und zwar, warte, kurz die Kamera hier umdrehen. So, so sieht dann der fertige Karton aus und da passt auch ein bisschen was rein. Hier habt ihr nochmal das schöne Logo Bauhof Weber. Ist auf jeden Fall cool. So, dann machen wir mal kurz wieder einen Kameraschwenker und da bin ich dann auch wieder. Huch, was ist denn mit der Kamera hier los? Okay, so, wichtig ist der Inhalt. Also ich habe mir vorgenommen, dort mehrere Dinge reinzutun. Einmal eine Bauhof Weber Tasse, die hole ich sofort. Dann ein Bauhof Weber Kissen, das zeige ich euch auch noch. Zwei Autogrammkarten plus eine VIP-Karte. Dort schreibe ich einen Code drauf und das bedeutet, diese Person kriegt dann VIP auf meinem Teamspeak, der jetzt im Moment neu eingerichtet wird.
Und diese Person kriegt mit diesem Code auch ein individuelles Bauweberfahrzeug. Deswegen, das wird cool. Das wird sehr cool. Okay, und natürlich noch Rosie, ne? Rosie muss da auch mit rein. Okay, ich drehe euch einmal kurz wieder und dann holen wir einmal kurz die Sachen. So, die habe ich schon passend hier auf mein Sofa gelegt. Also klar, wir brauchen hier erstmal, ich habe hier gefühlt 1 Million Autogrammkarten. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal 3 Stück, die wir dann eben auf den Tisch legen. 3 Benny-Autogrammkarten. Auf einer Autogrammkarte kommt dann dieser VIP-Code, den dann der oder die Gewinnerin dann bitte mir mitteilen muss. Und dann gibt es auch dieses schöne Fahrzeug. Okay, so, Bauweber-Tasse, auch richtig cool geworden. Also ich feiere die mega. Die ist sowas von der Hammer geworden. Ich stelle die auch mal hier hin und mache die Helligkeit ein bisschen höher. Ist gerade ein bisschen schwierig, weil draußen scheint die Sonne. Also es ist sehr schönes Wetter übrigens. So, ihr seht sie hier nochmal. Naja, jetzt seht ihr natürlich wieder nichts. Stellen wir sie einmal kurz auf den Boden und leuchten sie hier an. Das ist die Bauweber-Tasse. Ja! Das Logo gibt es dann auch auf der anderen Seite, von daher, hallo, lol, okay, also die Kamera passt ja perfekt rein. Gut, also die Bauaufhebertasse, die kommt natürlich auch erstmal hier ins Päckchen rein. Wir gehen mal kurz an den anderen Schrank hier, da, was könnte da drin sein? Was ist da Mysteriöses in der Box? Wir müssen mal kurz den Autofokus ein bisschen passend machen. So, okay, wir öffnen die Box einmal und oh mein Gott, Freunde. Wie viele Rosies sind das denn? Schreibt es einfach mit einem Hashtag in die Kommentare, wie viele Rosies das sein können. Ob es 50 sind, ob es 100 sind. Keine Ahnung. Das sind so viele Rosies. Aber da nehmen wir einfach mal 2 Stück direkt raus, die dann der oder die Gewinnerin bekommt, die wir besuchen werden. So, okay. Rosie kommt hier einmal in die Tasse. So. Passt das? Ja, obwohl, warte, wir stellen Rosie einfach daneben und die Rosie stellen wir auch dahin. Obwohl, wir können auch eine Benny Rosie dazu packen. Dann hat diese Person 3 Benny Rosies, eine davon ist unterschrieben, also ziemlich verunstaltet von mir. Und dann halt 3 Autogrammkarten, wovon auch eine verunstaltet ist. Gut, dann stellen wir das mal kurz hier hin und dann versuche ich wieder, das möglichst kurz zu filmen. Warte mal. Wir stellen es mal wieder hier auf unseren improvisierten Ständer. Er hat Ständer gesagt. So. Okay, das ist gerade keine schöne Ansicht, aber es ist auch ziemlich hell draußen, Freunde. Deswegen ist das gerade ein bisschen schwierig. Also die nächsten Vlogs werden definitiv schöner. Warte mal, ich schreibe jetzt erstmal kurz hier die Unterschriften drauf. Seht ihr mich überhaupt? Hallo? So. So, Benny. Das ist die erste Autogrammkarte, die wir direkt in die Box legen. So, die zweite. Das ist die zweite. So, und jetzt kommt die VIP-Karte. Die wird natürlich auch unterschrieben mit VIP-Karte. Deswegen schreiben wir einfach mal VIP. So, okay. Hier kommt jetzt ein Code drauf, den diese Person mir dann schicken muss, um den Teamspeak-Rang zu bekommen und dieses exklusive Bauweber-Fahrzeug. So, ich muss mal kurz gucken, dass das trocknet. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt auf den Tisch lege, könnte das verschmieren. Ich mache das mal so. Ich mache das mal kurz hier. So. Warte mal. Code. Da muss ich mal kurz was überlegen. Die Szene werde ich natürlich rausschneiden, damit ihr den Code nicht erfahrt. Okay, die Karte, die VIP-Karte mit dem Code kommt da jetzt auch einmal kurz rein. So, die legen wir einfach mal daneben. Und dann nehme ich euch mal kurz wieder mit. So, also, ihr seht es hier schon. Wir haben jetzt hier eine Bauweber-Tasse, 2 Benny Rosies und 3 Autogrammkarten. Wovon wir jetzt noch eben kurz eine Rosie hier unterschreiben. So, warte mal. Stellt euch mal kurz hier hin. So. Benny Rosie wird an der Seite unterschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das direkt sehen könnt. Meine Hand ist jetzt gerade voll im Weg. So, okay. Es ist immer ein bisschen schwierig, auf solchen Benny Rosies zu unterschreiben, aber ihr seht es hier, ne? Das steht jetzt hier, das ist Benny Rosie, gerade auch nochmal in gutem Licht. Und, ja. Okay, so. Die stellen wir dann auch wieder in den Karton.
Und dann haben wir, mittlerweile 3 Rosies und 3 Autogrammkarten und eine Bauhofheber-Tasse. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, und zwar fehlt das Bauhofheber-Kissen. Das zeige ich euch auch einmal kurz. So sieht das im Moment aus. Also so sieht das Kissen aus mit Pflegehinweis und so weiter. Von daher, aber ich lege das Kissen erstmal hier so drauf, damit ihr das auch sehen könnt. So sieht das dann aus. Ist auf jeden Fall sehr bequem. Auf diesem Kissen habe ich schon geschlafen. Sehr gemütlich. Und man träumt vom Bauhofheber. Also kann man träumen, ne? So, okay. Das schmeißen wir mal kurz wieder weg. Und holen dann einmal kurz das Neue. So, hier ist auch noch eine Autogrammkarte. Ich habe so viele Autogrammkarten, die noch rumfliegen. So, einmal dieser Pflegehinweis für bedruckte Textilien für den Bezug. Das muss natürlich auch mit rein. Das legen wir dann mal ganz nach unten. So, warte mal, die Autogrammkarten da drüber. So. Okay, perfekt. So, jetzt nur noch das Kissen rein und dann können wir das Paket auch schon zumachen. So, das passt hier genau wieder nicht rein. Immer wieder zu kleine Kartons bestellt. So. Ich hoffe mal, genau, das können wir ja hier irgendwie so reinstopfen. So. Das ist dann das erste Kissen. Und der Bezug, der ist natürlich in Plastik drin. Dass er zumindest geschützt ist. Und dann können wir theoretisch auch schon das Paket zumachen und später ins Auto bringen, genau. So, ich werde euch einen Vlog davon machen. Warte mal, ich muss mal kurz mich wieder drehen. So, es wird einen Vlog geben von diesem coolen Tag. Und eins kann ich euch schon mal sagen, Freunde. Ich habe mir eine Adresse rausgesucht in Nordrhein-Westfalen. Und ich bin mal gespannt, ob es auch aufmacht. Falls nicht, wäre das natürlich sehr tragisch. Von daher, wenn ihr öfter mal so Real-Life-Videos haben möchtet, wie ich zum Beispiel sowas Cooles hier mache, dann ist einfach mal ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr auch mal bei dieser Aktion mitmachen möchtet, dann könnt ihr mir das auch mal sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dann bin ich vielleicht demnächst bei dir zu Hause und sage Hallo. Ne? Von daher, danke, dass ihr dabei wart. Und dann freut euch auf den nächsten Vlog. Bis dahin. Ciao, ciao.